Denke ich an Europa, dann denke ich an die vier jungen Pastoren, die uns aus unserer Partnerkirche in England gerade besucht haben, die ja also uns gebeten haben, die Kontakte auf die Insel ja zu intensivieren und nicht aufzuhören, weil es für sie in diesen Brexit-Tagen, diesen Chaos-Tagen so wichtig ist, den Kontakt zu halten zum Festland. Und sie haben gleichzeitig uns erzählt, wie in ihrer Gegend, wo Menschen sehr viel Arbeitslosigkeit auszuhalten haben, wo es früher Bergbau gab und Stahlindustrie und die Menschen jetzt beschäftigungslos sind, warum die für den Brexit votiert haben, haben sie uns auch eindrucksvoll erzählt. Wir brauchen Europa, damit nicht nationale Eigeninteressen im Mittelpunkt stehen, sondern dass wir zusammenstehen als Menschen hier. Wirtschaftlich geht es uns dann gut, aber vor allen Dingen als Friedensprojekt ist Europa so, so wichtig in Zeiten des Rechtspopulismus. Und da spielen wir, glaube ich, als Kirchen auch eine gewisse Rolle, weil wir europäisch vernetzt sind, diese Partnerschaften pflegen und von daher immer wieder Menschen auch aus anderen europäischen Ländern treffen und versuchen gerade auf dieser Basis des gemeinsamen Glaubens Kontakte auch über kulturelle Unterschiede hinaus zu pflegen.